Hurra, hurra, der DAX erreicht ein neues Allzeithoch und man ist geneigt und versucht so ein bisschen dann zu glauben, na, ist doch alles in Butter hier in Deutschland und in Europa, aber das ist nicht wirklich der Fall und der Internationale Währungsfonds, der hat das heute mal plastisch dargestellt mit seinen Prognosen für das, was an Wachstum zu erwarten ist und da schneidet sowohl Deutschland als auch Europa sehr schlecht ab. All das ist eine Folge des miserablen Krisenmanagements an Corona, muss man sagen. Europa ist eine wunderbare Idee, aber leider in der Praxis derzeit nicht besonders erfolgreich. So bitter das ist, das muss man konstatieren und das gilt für viele Ebenen, aber das wollen wir uns mal anschauen, was da eigentlich schiefläuft. Warum wir letztendlich den Anschluss verlieren und echte Probleme bekommen und zurückfallen, ein Abstieg, der sowieso stattfindet, der Westen insgesamt steigt, relativ ab zum asiatischen Gebiet oder zum südasiatischen Gebiet, genauer gesagt. Aber jetzt beschleunigt sich das Ganze eben durch das Krisenmanagement. Also schauen wir uns mal an hier. Heute der Internationale Währungsfonds hat das Wachstum oder die Erwartung des Wachstums um sagenhafte 0,1% nach oben genommen. Das ist deutlich unter dem Durchschnitt aller Länder. Da ist der Durchschnitt 0,5%. Jetzt erwartet man 3,6% Wachstum in 2021. Und die Bundesregierung hat schon gesagt, könnte ein bisschen weniger werden, so wie die ganze Geschichte läuft. Der Lockdown scheint ja nie mehr zu enden, mindestens jetzt bis 18. April. Und es wäre ein Wunder, wenn es dabei bliebe, muss man sagen. Und das sieht in anderen Ländern doch ziemlich anders aus, wenn wir uns hier mal die Prognosen für das Weltwirtschaftswachstum anschauen durch den IWF. 6%. Das ist richtig saftig, das ist mehr als die 5,5% der letzten Prognose und das Ganze gilt vor allem für USA, China, das sind die Treiber, Europa ist es leider nicht, da sieht es deutlich bitterer aus, größtes Wachstum seit 1980 by the way. Und wenn wir uns jetzt mal genau anschauen, wie sah es eigentlich zu Beginn des Jahres aus oder versetzen wir uns sogar mal ins letzte Jahr, erste Corona-Welle. Da waren die Amerikaner ja ganz mies dran. Da haben wir so ein bisschen von oben herab auf die Amerikaner geschaut mit diesem doch sehr seltsamen Präsidenten. Das muss man auch in der Nachbetrachtung sagen. Jedenfalls haben wir gedacht, naja, wir haben das doch super gut gemanagt. Die Amerikaner haben ganz schlechtes Management. Jetzt sieht es genau andersrum aus und das zeigt sich auch in den Prognosen. Wenn wir uns hier mal die Durchschnittserwartungen anschauen zu Beginn des Jahres 2021, also am 1. Januar, lagen die Prognosen für 2021 sowohl für die USA als auch für Deutschland bei plus 4%. Jetzt sehen wir, wie diese Spanne auseinanderdriftet, wie Deutschland nach unten driftet, eben jetzt deutlich unter 4% und die Amerikaner derzeit bei 5,7%. Hier sieht man also, das ist 2,35% Prognose. Das ist ja keine Realität zunächst mal, aber es ist eben die Prognose. Das heißt, hier sehen wir, wie stark das auseinandergedriftet ist, wie stark hier die Differenz geworden ist. Und das in so kurzer Zeit, das ist schon irgendwie beschämend. Und wenn wir uns mal anschauen, wie die Corona-Statistiken anschauen, da sehen wir hier mal die Zahlen in Europa. Da lagen wir ja lange hinter den USA zurück, glücklicherweise. Und jetzt haben wir sie deutlich überholt. Tendenz weiter steigend in Europa oder diese Lücke dürfte noch größer werden zu den USA. Keine wirklich schöne Geschichte, das gilt auch übrigens für die Corona-Toten. Da ist der Abstand noch deutlich größer geworden. Impfungen in den USA deutlich weiter fortgeschritten als in Europa, weil wir eben einer Lichtgestalt vertraut haben wie Ursula von der Leyen, die dann gesagt hat, wir wollen A, günstig und B, sollt ihr wenigstens die Haftung übernehmen. Ihr Pharmakonzerne ist ja gut und schön in der Theorie und im Nachhinein ist man immer schlauer, aber zumindest wissen wir im Nachhinein, dass das ein katastrophaler Fehler war, der uns und unseren Kindern jetzt sehr, sehr viel Wachstum und Zukunftsperspektiven kosten wird. Das muss man leider ansprechen. Es hilft nichts. Es ist ein echtes Desaster, in dem wir derzeit stecken. Wir sind im Lockdown, andere sind es nicht. Und das liegt vorwiegend daran, dass wir diese Krise miserabel managen. Nicht nur Deutschland, sondern Europa insgesamt. Das ist leider zu konstatieren. Und das könnte auch für den DAX bedeuten, es wird so langsam schwierig. Der hat zwar heute ein neues Allzeithoch erreicht, aber wirkt jetzt so ein bisschen müde.
Das ist durchaus so, dass man vermuten kann, dass die Bäume jetzt nicht mehr in den Himmel wachsen. Klar, DAX hat profitiert auch von der EZB, von diesen Anleihekäufen, von der Schwäche des Euro. Aber der Euro ist heute stärker geworden, nicht weil man so viel Zutrauen jetzt in die europäische Gemeinschaftswährung oder in Europa insgesamt hätte, sondern weil einfach der Dollar ein bisschen schwächer geworden ist. Und der wird schwächer, weil die Renditen der Staatsanleihen so ein bisschen zurückschnappen. Eine Art Short Squeeze wahrscheinlich, den wir da sehen. Und ein super Thema ist auch die Energiewende in Deutschland, die leider nichts an der weltweiten CO2-Bilanz ändert. Wir verschieben das Problem nur ins Ausland, fühlen uns aber dann natürlich als die Musterknaben der Welt. Man sollte vielleicht dazu sagen, dass letztendlich die Kohle in Polen und in Tschechien dann unsere Energielücken auffüllt. Denn wenn wir zwar auf grüne Energie setzen, was ja grundsätzlich gut und richtig ist, dann sehen wir hier, dass wir teilweise negative Energiepreise haben, wie das jetzt am Osterwochenende passiert ist, schlichtweg, weil eben sehr viel Wind ist zum Beispiel und dann der Strom nicht wirklich gespeichert werden kann. Dadurch ist so viel Strom im Angebot, dass dann der Preis sogar negativ wird. Das muss man sich mal vorstellen und das ist genau das Problem, mit dem wir es zu tun haben. Dann muss man ja sowieso zum Beispiel Kohlekraftwerke vorhalten, die diese Lücke, wenn sie denn eintritt, wenn zum Beispiel keine Sonne scheint und vor allem kein Wind weht, füllen muss. Oder wir importieren eben aus Frankreich Atomstrom oder aus Tschechien oder aus Polen. Wir verschieben letztendlich das Problem auf andere Länder. Das muss man leider mal direkt sagen, ist vielleicht vielen nicht so wirklich bewusst. Und letztendlich wird all das ja auch irgendwie kaschiert durch den Nanny-Staat, den wir jetzt bekommen, so eine Art Kindermädchen-Staat, denn es ist ja nicht viel zu lesen von Massenentlassungen etc. Diese Massenentlassungen wiederum werden kaschiert durch das Kurzarbeitergeld. Faktisch wandert dann ein nicht unerheblicher Teil des Arbeitsmarkts in den staatlichen Sektor. Der Staat greift immer weiter um sich. Die Zahl der Selbstständigen schrumpft dramatisch. Das sind die vorwiegenden Opfer der Corona-Krise und Daniel Stelter, der Ökonom, sagt, genau das ist das, was eigentlich der falsche Weg ist, denn wir bräuchten mehr Selbstständige, mehr Unternehmer, um Wachstum zu erzeugen. Das ist leider eine unschöne Wahrheit. Jetzt verschieben wir immer mehr in den Staat. Der Staat ist ein schlechter Unternehmer, das wissen wir aus jahrhundertelanger Erfahrung. Jetzt sehen wir, dass vor allem innerhalb Deutschlands zum Beispiel diejenigen Gebiete besonders betroffen sind, die stark industrialisiert sind, interessanterweise, was jetzt die Wirtschaftskraft zum Beispiel letztes Jahr betrifft, also 2020, und das dürfte 2021 auch nicht so viel anders sein, während eben dann solche Gebiete wie Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, wo auf Deutsch gesagt sowieso nichts ist, weniger schlecht abschneiden. Und hier hat, ich weiß nicht, ob Sie es gelesen haben, in der Welt am Sonntag, der Manager Reitzle, eine bekannte Figur, Managerfigur in Deutschland, gesagt, nach fast 16 Jahren unter Merkel ist Deutschland in vielen Bereichen ein Sanierungsfall, Bürokratie im Faxzeitalter stecken geblieben. Auch dieser Inzidenzwert von 50, der so ein Mantra war hier in Deutschland, der nur deshalb gewählt wurde, weil die Gesundheitsämter in Deutschland nur einen Inzidenzwert von 50 sozusagen verarbeiten können, nachverfolgen können, dann Infektionsketten nachverfolgen können. Warum können sie das? Weil sie eben eine komplett veraltete Technologie haben, Faxgeräte haben, teilweise desaströse Computersysteme hatten. All das ändert sich so langsam, langsam, langsam. Die deutsche Bürokratie ist nicht die schnellste Bürokratie im Faxzeitalter stecken geblieben, sagt Reitzle. Digitalisierungsrückstand, kein schnelles Internet, massive Mängel in der Infrastruktur und marode Schulen sind nur einige Beispiele dafür, was für Defizite wir haben, die für ein führendes Industrieland doch durchaus beschämend sind. Er macht in diesem Interview auch interessante und, wie ich finde, sehr gute Gegenvorschläge, was sich ändern müsste. Die Frage ist nur, ändert es sich dann? Man richtet sich ja so ganz bequem in diesem Nanny-Staat ein inzwischen. Wie desaströs die Lage in Europa insgesamt ist, sehen wir am Stock 600. Das ist für die Amerikaner zum Beispiel der europäische Index schlechthin. Hier sehen wir, dass wir jetzt gerade mal es geschafft haben, auf das Niveau der Vor-Corona-Krise zu kommen. Wenn wir uns erinnern, der S&P 500 ist deutlich, deutlich über dem Hoch, das wir im Februar 2020, also vor der Corona-Krise, gesehen hatten.
Vom Nasdaq brauchen wir nicht zu reden, vom Dow Jones schon gar nicht zu reden. Also da ist ein himmelhoher Unterschied zu erkennen, auch der DAX auf Allzeithoch, aber so wahnsinnig viel mehr als im Februar 2020 ist es auch nicht. Der DAX profitiert davon, dass er praktisch ein Call auf die Weltwirtschaft ist, mit Deutschland relativ wenig zu tun hat. Aber für den DAX und für die DAX-Konzerne ist Europa ein zentrales Absatzgebiet. Und wenn wir hier aus diesem Lockdown nicht mehr rauskommen, zumindest absehbar nicht rauskommen, die Impfungen werden ja jetzt schon schneller kommen, weil der Impfstoff schlichtweg besser verfügbar ist, dann werden wir weiter sozusagen die rote Laterne haben. Ganz anders die Amerikaner, die gönnen sich extrem teure Aktienmärkte. Wir sehen hier zum Beispiel die sogenannte Real Earnings Yield, also das ist die Gewinnrendite minus Inflation. Da sind wir jetzt so niedrig wie seit dem Jahr 2008 nicht mehr. Die Earnings Yield ist der Durchschnitt der letzten 12 Monate bei den Gewinnen dividiert durch den Preis der jeweiligen Aktie. Da kann man sehen, eben ob Aktien teuer sind oder eher günstig bewertet sind. In den USA sind sie sportlich bewertet. Das ist beim DAX nicht so wirklich der Fall. Da ist durchaus noch eine attraktivere Bewertung der Fall. Die Amerikaner insgesamt optimistischer. Etwa ein Drittel erwartet ungefähr 5% Gewinne in diesem Jahr. 17% sagen, ja, das wären 10% und mehr. Also hier sehen wir, da ist ein gewisser Optimismus der Fall. Die Amerikaner haben natürlich wahnsinnig viel Geld in die Wirtschaft gepumpt. Helikoptergeld, jetzt soll das Infrastrukturprogramm kommen. Ob es denn kommt, muss man sehen. Und man will weiter in Stocks und ETFs investieren. 53% sagen, wir werden weiter eher in Aktien investieren, 41% in ETFs. Erstaunlich ist, dass Krypto nur zu 20% hier favorisiert wird. Da hat man wahrscheinlich eher ältere Leute gefragt, könnte man meinen. Und dass wir heute wieder mal sehen, dass der Nasdaq wie schon am Montag sich besser entwickelt als andere Indizes, liegt auch daran, dass wir hier eine Art Short Squeeze sehen. Wir haben hier große Short-Bestände noch auf den Nasdaq. Da haben sich viele abgesichert möglicherweise. Diese Stops werden gezogen. Die Absicherungen entfallen, dadurch treibt es diesen Index nach oben und insgesamt dürften wir, wenn es jetzt nach dem Ölpreis geht, vor allem mit dem Vergleich zum Vorjahresmonat oder den Vorjahresmonaten, einen ziemlichen Schub bei der Inflation geben. Darauf deutet sowieso alles hin, Einkaufsmanager, Indizes etc. Und dann bin ich gespannt, wie die Renditen reagieren in Europa wie auch in den USA. Aber das ist so ein bisschen leider eine Zustandsbeschreibung von Deutschland, von Europa in Relation zu Asien, zu den USA, die derzeit viel besser aussehen als wir, trotzdem der DAX ein Allzeithoch erreicht hat. Man sollte sich besser davon nicht täuschen lassen. Die Aussichten, die sind eher bescheiden. Das ist leider ganz klar zu konstatieren. Jetzt wünsche ich einen wunderschönen Feierabend und sage Ihnen Servus und Ciao.